Herzlich willkommen bei Abenteuer Hinterland und herzlich willkommen wieder mal aus meinem Waldgarten. Ja, dieses Video wird gleich direkt kulinarisch anfangen, denn ich möchte mir jetzt sofort mein Mittagessen machen. Ich habe tierischen Hunger. Ich habe heute Morgen um 7 rum habe ich ein Brot gegessen und ich habe jetzt richtig tierisch Hunger. Und was es gleich zu essen gibt, das werde ich euch gleich zeigen. Des Weiteren möchte ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar gab es letzte Woche bei Lidl ein tolles Angebot, wie ich finde. Und ich habe gesehen, es sind auch teilweise in den Läden ist da noch was von da. Und zwar hatten die lebensmittelechte so Besteck. Und zwar für 1,99 Euro. Und zwar eine sechsfache Ausführung. Insgesamt 18 Teile, immer ein Löffel, eine Gabel und ein Messer. Und so ein, das besteht aus so einem richtigen stabilen Kunststoff. Und das habe ich mir heute mal mitgebracht. Wie gesagt, das gibt es in sechsfacher Ausführung für 1,99 Euro. Da konnte ich nicht widerstehen und musste mir die kaufen. Und die sind sogar spülmaschinenfest. Und ja, ich bin sehr begeistert davon. Und die werden heute zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Und ja, auch wenn man mal vielleicht hier Besuch hat beim Grillen oder sonst was, prima Besteck, muss man nicht diesen Plastik-Einwegmüll kaufen, sondern hat hier super Besteck. Also ich bin sehr zufrieden, 1,99 Euro, es waren insgesamt 18 Teile und die sind sehr leicht und die werden mich jetzt auch auf Touren begleiten. Und wenn ich hier draußen was esse, ja, kann ich empfehlen, wenn ihr Glück habt und ihr habt einen Lidl bei euch um die Ecke, dann schaut mal, vielleicht bekommt ihr noch welche. Die hatten auch noch Trinkbecher und so Teller. Die habe ich mir aber nicht gekauft. Ich habe mir nur das Besteck gekauft. So, dann möchte ich euch mal zeigen, was es heute zu essen gibt. Ich habe mir Snackkartoffeln gekauft mit Knoblauchdip. Das ist für zwei Personen, also für mich genau richtig. Und ich hatte das schon mal, das ist wirklich richtig lecker. Und das werde ich mir jetzt in meiner Primus Leitech-Pfanne, werde ich mir das jetzt schön anbraten. Und ja, ich denke mal, das ist eine gute Portion. Das wird mich garantiert satt machen. Ja, natürlich könnte man sowas auch mit frischen Kartoffeln machen, aber die hier sind vorgegart und das geht mir einfach hier jetzt heute ein bisschen schneller. Die brauche ich jetzt nur anbraten. Ich hätte jetzt natürlich auch Pellkartoffeln zu Hause machen können und die dann jetzt in der Pfanne klatschen. Aber Kartoffeln sind Kartoffeln und die Kartoffeln sind wirklich sehr gut von diesem Gericht hier und die brate ich mir jetzt schön an. Und dann werde ich mir das alles mit dieser Knoblauch-Dip-Soße, werde ich das gleich genießen.
Freunde, wenn ihr das riechen könntet, Hammer. Das sieht sehr lecker aus, es riecht fantastisch und das jetzt mit dieser Knoblauchsoße hier, das wird mir bestimmt gut schmecken. Mahlzeit, Freunde. Eine Geschmacksexplosion. Ich werde das jetzt genießen und dann sehen wir uns gleich wieder. Guten Hunger! Ich freue mich. Ich schaue gerade mal, ob schon irgendwo was angegangen ist. Und ich habe ja hier vor meinem Shelter Sonnenblumen gepflanzt aus meinem Winterfuttersack. Und die scheinen alle angegangen zu sein. Da ist die erste. Die zweite. Drei. Die vierte. Und hier die fünfte. Ja, da freue ich mich ja. Das wird bestimmt nachher klasse aussehen, wenn die hier so vor meinem Shelter stehen. Ja, da würde ich sagen, schauen wir mal weiter, ob denn das andere auch schon so langsam kommt und was man bis jetzt sehen kann. Ja, meine Freunde, das ist ja die Blumenwiese, die ich als letztes gepflanzt habe. Und hier ist noch nichts zu sehen. Das würde mich aber auch schwer wundern, denn das ist ja gerade mal ein paar Tage her. Ja, und die Wildbienen-, Insekten-, Schmetterlingswiese hier am Hang, da ist einiges zu sehen. Also, die kommt. Hier sind sehr, sehr viele schon aufgegangen. Hier habe ich nochmal nachgepflanzt. Da müsste aber auch noch was kommen. Und hier, ja, so vereinzelte kann man erkennen. Naja, mal abwarten. So, da gehe ich mal zu meinem Singvogel-Nährpflanzenbeet. Da bin ich mal gespannt. Ja, und ich kann mit Freude feststellen, hier kommt einiges. Ja, die habe ich aber auch schon vor längerer Zeit jetzt gepflanzt. Die hat natürlich Vorsprung. Und hier ist schon viel mehr zu sehen. Auch Sonnenblumen. Oh, hier sind vier auf einen Haufen. Ja, muss ich mal gucken, wie das nachher wird hier. Vier Sonnenblumen kommen da. Ja, da freue ich mich auch besonders drauf, auf diese Mischung hier. Die Singvogel-Nährpflanzenwiese. Und hier könnt ihr das Beet nochmal sehen, was ich zuletzt gemacht habe, wo ich hier so schwer umgegraben habe.
Das habe ich mittlerweile umrandet. Ja, ich denke mal, da wird auch noch einiges kommen. Ja, meine Lieben, ich finde diesen Standort hier auch perfekt für meine Hängematte. Ich habe hier die Ecke aufgeräumt und jetzt habe ich Platz, die Hängematte auch hier hinzuhängen. Ist ein bisschen vorteilhafter als jetzt direkt am Hang, wo ich sie zuerst hängen hatte. Und hier passt sie auch super hin. Direkt hier am Shelter und ja, perfektes Plätzchen dafür. Ja, meine Freunde, ich möchte jetzt noch ein bisschen was erzählen. Und zwar war ich ja vor 3 Tagen mit dem Fahrrad unterwegs durch Biedenkopf und jetzt bin ich wieder richtig auf Touren angefixt sozusagen. Es wird demnächst auch eine Wandertour geben und vermehrt möchte ich aber auch Fahrradtouren machen. Und da weiß ich noch gar nicht, ob ich die primär auf meinem Fahrradkanal hochladen soll oder auf meinem Abenteuer-Hinterland-Kanal, auf diesem Kanal hier. Oder ich hatte sogar überlegt, das Video so zu gestalten, dass ich es auf beiden Kanälen hochladen kann. Das wollte ich vor 3 Tagen auch machen, aber da bin ich dann doch ein bisschen mit der Moderation durcheinander gekommen. Und ich denke mal, ich werde das so machen. Wenn es wirklich fast nur ausschließlich ums Radfahren geht, dann werde ich das auf Radfahren Hinterland hochladen und ansonsten, je nachdem halt, wie die Tour wird, wie das Video wird, was ich filme, ob ich was koche im Wald. Je nachdem wird es, sagen wir mal, 2 Versionen geben. Die eine mehr Radfahren und bei der anderen kommt dann halt noch das Outdoor-Natur-Waldmäßige mit dazu. Ja, des Weiteren hier im Waldgarten ist ja jetzt momentan erstmal alles hergerichtet. Ich muss natürlich jeden Tag hier hinkommen, um meine Beete gießen, denn Regen ist absolute Mangelware. Lagerfeuer ist ein absolutes No-Go, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal jedem sagen, macht bitte kein Feuer draußen. Wir haben nicht mehr viel Wald. Der Wald ist so geschwächt, das wird wahrscheinlich das 3. Dürrejahr in Folge werden. Der Wald ist so geschwächt, auch an alle Raucher, lasst es sein, im Wald zu rauchen oder irgendwie Feuer zu machen. Ich werde jetzt selbst mit einem Spiritusbrenner auch im Wald
auch kein Feuer mehr machen. Ich mache gar kein Feuer jetzt mehr. Außer hier in meinem Waldgarten, an meiner Feuerstelle. Da kann ich natürlich mit meinem Spiritusbrenner was heiß machen, was kochen. Das ist hier ungefährlich. Aber auch im Wald werde ich mit dem Spiritusbrenner momentan nichts mehr machen. Da müsste es schon wirklich 3 Wochen, 4 Wochen, 2 Monate regnen, bis diese Dürre erstmal wieder, bis die Waldbrandgefahr runtergefahren ist. Und bitte achtet alle darauf. Wie gesagt, der Wald ist geschädigt genug durch die Dürre. Und das ist eine unnötige Schädigung. Und da reicht ein kleiner Funken und da brennt der Wald. Das ist alles absolut trocken. Ja, und des Weiteren wollte ich mich jetzt verabschieden. Das wird sehr wahrscheinlich ein kürzeres Video werden. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig den Mund wässrig machen mit meinen leckeren Bratkartoffeln, die ich hier mir zurecht gemacht habe. Kann ich wirklich empfehlen, super lecker. Und ja, das Besteck bin ich, wie gesagt, super zufrieden mit. Wer ein Lidl um die Ecke hat, könnt ihr mal gucken gehen. Vielleicht findet ihr noch so ein Tütchen mit dem Besteck. Kann ich wirklich nur empfehlen. Die Gabel könnte man zum Beispiel immer mithaben, wenn man mal irgendwo ein Pommes essen geht oder so. Da muss man nicht dieses Plastik-Einweg-Zeugs nehmen. Da hat man immer eine Gabel mit dabei. Ja, in diesem Sinne, erhaltet euch die Freude an der schönen Natur. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis bald. Euer Volker von Abenteuer Hinterland. Macht's gut.